Hallo und willkommen zurück zu Borderlands, The Pre-Sequel. Yay, Borderlands. Haben wir Genau. jetzt noch. Das ist die Story. Also wir haben noch zwei Optionale, okay. Ja, beides in dem Hüpf durch die Gegend Gebiet. Ja, dann hüpfen wir mal durch die Gegend. Auf zum Herz des Heldenmutes. Steh nicht so auf Waffen im Gesicht. Sorry. Dachte du. Ich wollte nur mein neues Design zeigen, aber gut. Ich wünschte, das Ding hätte einen eigenen Teleporter, damit wir nicht immer hier durchlaufen müssen, um zur Tür zu kommen. Ah ja, aber Was das ist soll? halt so. Aua. Wie war das? Alle Gegner töten? Ja, du machst es ja auch nicht. Ja, stimmt. Ah, aber für irgendeinen gibt es aber ein Badass rein. Sag mir, wenn da ein Vetter kommt. Marineinfanterist ist es, glaube ich, nicht. Also prinzipiell hat jeder Gegner seine eigenen Dinger, die ein Badass angegeben, also. Huch, wieso bist du explodiert? Weil da ein Fass war. Warte mal kurz. Vielleicht kriege ich jetzt genug Sauerstoffdinger. Ne, immer noch nicht 10 gewesen. Mann, oh Mann. Achso, ich habe Burst Fire, wenn ich mit dem Zielvisier gucke. Auch in Ordnung. Ja, mir ist das aufgefallen, dass man teilweise Ich nur gebe dir sogar mehr Deckung, Kugeln den abschießen Helm. kann, wenn man zielt. Also schneller. Das ist eigentlich immer empfehlenswert. Es ist halt nur ein bisschen schwer, das währenddessen man rumspringt zu machen. Ah, reisen wir schon. Ja, ich stehe schon vor der Tür. Ja, ich habe noch ein paar gekillt. War aber nicht der Richtige dabei. Ist auch schön. Kisten. Geht's hier also wieder durch, was? Tödliche Dosis. Oh, es geht. Bereits freigeschaltet steht da. Dann sammle ich ihn nicht ein. Ganz klar. Ich frage mich, gegen was eigentlich Eiselektiv ist. Keine Ahnung, aber die Baroness hat so viele Eis-Skills. Eis ist einfach nur cool. Schau mal, siehst du diese Eispartikel? Wo denn? In der Luft? Direkt von. Nein, da ist nichts. Im. Nein, Ordnung. Hier, das Ding kannst du einsammeln, ich hab's schon. Was denn? Da stand, ich hätte es bereits freigeschaltet, was? Das Ding hab. Achso. Du hast es gerade eingesammelt. Ja, keine Ahnung. Du sagst, das Ding kannst du einsammeln, da hätte ich erwartet, dass du dich auch irgendwie davor stellst oder sowas. Also, das war das dass einzige du nicht Item. Von dem redest, was ich gerade aufgehoben habe. Es war das einzige Item. War nicht mehr da, warum redest du noch davon? Dann hast du mehr gesehen als ich. Ja, ich hab's aufgehoben. Sie sterben alle. Passt schon, braucht kein Geld. Verursache 100.000 Punkte Feuerschaden, 90k habe ich schon. Kritische Treffer kills mit Sniper. Sergeant, ja, ein Sergeant. Ich glaube, Sergeant war der richtige Gegner. Kritische Treffer werden in der Luft bei Jonathan. Was ich brauche, ist Nahkampfschaden in der Luft. Ja, darauf habe ich echt keinen. Das sind auch so Dinge. Ich meine, das habe ich ein bisschen gefarmt einmal. Ey, ich mach das nicht. Ich meine, es geht ja auch relativ schnell, wenn du es effektiv farmst. Ja, aber ich habe echt keinen Bock auf sowas. Ach. Und alles auf Stufe 1 ist einfach so schwer. Oh, scheiße, du warst doch gar nicht drin. Ja, oh nein, tut mir leid. Du haust ja immer instant ab. Ich bin draußen. Bei. Ah ja, irgendwas in der Mitte. Schäden. Laserbohr. Ah, warte, der Flieger. Ist er weg. Genau, das war auch mein Plan. Ja, ich wollte draufhüpfen, aber jetzt war er weg, also konnte ich das nicht mehr. Was? Du willst doch nicht so einen Flieger mit Nahkampfschaden töten. Ja, natürlich hätte das geklappt, nehme ich an. Ja, das unter Umständen schon, aber das ist doch ein bisschen risky. Ist ja noch ein Sergeant übrig. Ja, das ist gerade passiert. Der ist stark. Der hat dich jetzt irgendwie umgerührt.
Ja, der ist super stark. Ein einziger. Ja. Muss nur treffen. Danke, Dr. Soge. Jetzt heile 150.000 Gesundheitspunkte. Oh mein Gott. Das kann aber noch dauern. Ich hab's versucht! Wieso kämpfen die eigentlich noch? Ihr Boss ist weg. Ja, die werden halt immer kämpfen. Die Gegner verschwinden nicht einfach so. Oh shit, ich bin durch das große Loch runtergefallen. Ah, wie weit geht das hier eigentlich? Hier, der ist ein ganzer Raum. Ich bin nicht Game Over. Aber ich komme hier nie wieder rauf. Ja, der ist ein ganzer Raum. Ja, ich habe übrigens das hier gefunden. Ich weiß nicht, was das hier ist, aber ich habe Rumpfstück 3. Ja, da steht, du hast es doch gesehen, das steht doch bei dir auch da, oder nicht? Was soll das? Nein, wenn du irgendeinen Kran kriegst, steht bei mir nichts. Du hast... Steht bei... Diese Schiffe hast du bislang immer gekriegt! Du hast sie bislang immer vorgelesen, okay, als ich okay. Da war. Ja, es kam gerade, 4 von 5. Aber bei mir habe ich gerade eine andere Challenge erledigt. Irgendwas heißt es. Die persönlichen werden nicht eingeblendet, sondern die für alle zählen. Ja, das meine ich ja auch. Halt, ja, aber wenn es wird ja nicht zwei gleichzeitig eingeblendet, Mann. Ja, aber hintereinander, das sieht man ja. Das ist noch nicht wahr. Ich will nicht wieder raus. Hey, da unten ist ja so eins. Ist das schon aktiv? Ich weiß nicht, dann habe ich jetzt nämlich das letzte gefunden. Das steht schon entdeckt. Oh, warum warst du dann inaktiv? Blödes Ding. Okay, was soll's? Ja, die kann sein, dass er sich reset. Da unten ist auch einer, aber ich kann mir vorstellen, dass das eine war. Ich war hier, glaube ich, noch nie. Das heißt, dieser Teleporter, da müsste neu für mich sein, oder? War ich hier schon mal? Ne, den hatte ich schon. Wo ist der? Du setzt dich ja wahrscheinlich auch den Ort reset. Okay, schaffen wir mit SMG. Okay, 93. 100. Ich finde auch schön, dass es immer wieder so Zwischenstände gibt. Ja, nett. Stimme ich zu. Ja! Komm ich jetzt zu dir? Ah ja, anscheinend. Weiß ich nicht, aber oh, hier müssen wir hin, ist ja witzig. Dieses Gehirninterface wird den Constructors ermöglichen zu denken. Etwas, das nicht alle an dieser Konversation Beteiligten beherrschen. Finde eines. Alles klar. Er sollte nicht so gemein zu sich selbst sein. Er kann auch einigermaßen denken. So kann man es auch sehen. Da unten warst du schon, oder? Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht genau, wo ich eigentlich schon war. Ich hüpfe einfach nur rum. Und hoffe, ja, das geht halt natürlich auch. Also kann man es so auch machen. Oh, den hier hatte ich noch nicht. 7 von 11 blaue. Nice. Weil hier ist hier oben ja auch ein Jumper. Jetzt habe ich 8 von 11 blaue. Aber wo genau bist du denn gesprungen? Hä? Ja, hier hinten hin. Ja, aber das hilft mir jetzt auch nicht so viel. Siehst du dieses eine plattformartige Ding, das sich um sich selbst dreht in der Luft? Auf dem bin ich gelandet und von dort konnte ich weiter. Ja, ich springe dort auch gerade rein. Da bin ich denn richtig, wo ich hier gerade rumspringe? Wenn da eine blaue Plattform ist, die. Ja, hier ist eine blaue Plattform. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob es da hinten hin ist. Ja, ja, mach. Die hier. Das ist die, ja, genau, ist die richtige. Du landest gleich auf der nächsten. Aber du warst hier doch schon mal, oder nicht? Bei deiner Odyssee wurde dann gestorben. Ja, da unten war ich. Beam mich rauf, was? Was meint er? Beam mich rauf. Ja, alle Orte mit Namen an Bord der Helios-Raumstation entdeckt. Oh. Wo steht ich das? Du scannst jetzt diese Teile in die Bomb-Produktionsanlage. Die steht in der Wartungszentrale. Wo hast du das jetzt gelesen? Ich habe Shift-Tab gedrückt und gelesen, wofür das Achievement ist. Ah, okay. Oh wow, das ist Zeug. Ich bin voll. Und ich will nichts. Ist aber schlecht. Naja, ich nehm's mit, nur für dich. So, dieser blaue da müsste eigentlich dann auch frischer sein. Wobei, ich glaube, hier war ich sogar schon mal. Ja, aber wir haben keine andere Wahl, oder? Ich war macht keinen Sinn, von hier woanders hinzugehen. Okay, ich benutze ihn auch. Ja, Kicksucher, 9 von 11. Ah, jetzt sind wir wieder zurück. Die drei hängen also zusammen. Gut, dann ist die Ecke ja jetzt erledigt. Wo ist der Rest?
spawnen ja auch noch Leute. Hä? Bei mir ist hier ein Geschütz, was kein Leben hat. Der Schildgenerator ist jetzt kaputt. Ach, daran lag's? Weil ich im Schild stand, das ist schlecht. Oh, du hast es schon gesprengt. Ja, ja. Okay, wir müssen da jetzt hier rüber, oder? Ich weiß nicht genau, wo. Also hier noch nicht fahren, auf jeden Fall durch. Anscheinend weiter oben, aber auf jeden Fall hier. Ich dachte weiter unten, bei mir ist das im Fall noch mal. Ist da oben noch irgendwie? Siehst du denn weiter unten etwas? Ah ja, da ist was. Wir greifen an! Ich weiß nicht, wo ich schon mal war und wo ich noch mal hin muss. Ich nehme jetzt einfach mal diese grüne Plattform da. Nachdem ich geguckt habe, ob um die Ecke was ist. Das ist die neue? Der hier ist jedenfalls schon entdeckt. Nein, ich glaube, hier waren wir bei der Fest, wo der Müll vor der Tür weggeschoben wurde. Der Mond gehört uns. Ah, ja. Achso, du willst da reingehen? Okay, dann gehe ich halt. Nein, eigentlich. Ich hüpfe hier nur rum. Aber die hatte ich schon. Hier sind zwei blaue, ich habe unmöglich beide schon benutzt. Ich glaube, den linken kenne ich. Ich bin ebenso überrascht wie angeekelt. Geh zur Nachschubplattform und beschütze die Lieferung. Okay, ich glaube, das war gleichzeitig eine andere. Du bist jetzt wieder. Naja, wir haben ja auch zwei hier. Der Vorstand hat Nachschub geschickt. Der Nachschubcontainer steckt im Weltraummüll fest. Sorg dafür, dass er nicht explodiert, Schwachkopf. Schick einen Arbeiterbot los und verteidige ihn, während er den Container reinschleppt. Ist das die andere Quest? Ja, anscheinend! Mann! Ich weiß nicht, was du da hinten machst! Ich habe jedenfalls gerade Beschwören gedrückt. Okay, geh an das Geschütz und beschütze den Arbeiterbot, während er die Lieferung reinbringt. Wie vermachst du jetzt die Quest komplett alleine, weil du ganz woanders runtergesprungen bist als ich? Wie benutze ich denn das Geschütz? Das leuchtet eh auf Schützplatz. Ich darf den Weltraumschrott jetzt abballern. Geht einfach zur normalen Quest. Warfighter registriert. Zerstören Sie sie. Lieferung wird beschädigt. Feuer zur Flucht. Weitere Die Trümmer! Schieß den Weltraummüll ab! Gib endlich auf! Beschütz den Bot! Nur zu! Du schaffst es! Du hast zwei Lebensaufgaben übrigens. Wäre das ein super Weltraumhausmeister? Indem ich alles weglösche wahrscheinlich. Aua. Die letzte Welle der Dalfighter ist eingetroffen. Erledigen Sie sie. Meteore im Anflug. Bitte, was sagt die? Ist einfach keine Option. Ja, Meteore im Anflug. So schwer ist das auch nicht zu verstehen. Ach du Scheiße. Hey, ja. Arschlöcher. Der Vorstand hat aus irgendeinem Grund beschlossen, euch Nachschub zuzuteilen. Man hat von einem pandoranischen Waffenhändler eine Ladung Beute gekauft, die momentan auf die Helios verschifft wird. Ach, wie schön. Der Vorstand ist auf meiner Seite. Kammerjäger, schmeißt euch an die Geschütze und verteidigt die Waffenlieferung. Ich gebe mein Bestes. Ja, jetzt hast du es gescheitert. Wie gescheitert? Ja, das steht, kannst du nicht lesen! Ich schieße gerade Zeug ab, Mann. Ich achte überhaupt nicht darauf, was da oben steht, weil es so viel ist. Du musstest irgendwas beschützen. Und das ist jetzt tot. Naja, dann. Da war eine Lebensleiste. Das nächste Mal versuchen wir. Der ist aufgefallen. Man kann hier die Mission neu starten, das heißt, merkt ihr die Stelle okay. Und so. Ja, nicht merkt ihr die Stelle. Geh gefälligst dahin, wo wir hin müssen für die andere Quest. Das war nicht eine Quest, wenn ich nicht gar nicht bei dir bin. Ey, ich wollte nur Plattformen ausprobieren und dann hat der mit mir geredet. Ja, du hast. Ja, aber du hast ja irgendwas. Du hast ja wieder irgendwelche Dinge angeklickt. Anstatt einfach nur da rumzulaufen. Nein, das kommt dir nur so vor. Doch, du hast Dinge angeklickt. Du hast das Geschütz angeklickt und was weiß ich, was da noch so rumliegt. Und hier sind lauter Waffen, die ich nicht aufheben kann. Ich hätte gern laden, aber anscheinend ist keiner nebenan, kann das sein. Bist du im. Ja, ich bin im Gebäude, ich bin da, wo wir eigentlich hin sollten, aber du bist ja woanders runtergefallen. Ich bin nur gesprungen, durch die Gegend, wie man das so macht. Nein, bist du eben nicht! Na, ich habe jedenfalls leider noch nicht die letzten Sprungplattformen gefunden. Wo ist das Zeug, das ich mitnehmen darf? Du musst auch nicht explizit danach suchen, die Quests werden uns wahrscheinlich eh darum rumführen.
Klar. Natürlich. Ja, da geht's ist noch weiter. Ja, hier geht's durch. Ey, das Rang 10. Den Feuerschaden. Nichts bringt durch meinen Schild. Wo war ich stehen geblieben? Wieder lauter Waffen, die ich nicht aufheben kann. So weg. Ist nicht okay. Was kann nur liegt da? Weiß ich nicht, ich hab's nur hingelegt. Der Kram, den wir eingesammelt haben davor, schätze ich mal. Ah ja. Du hast alles gescannt, bau jetzt den Bot zusammen. Es wird Zeit für ein Upgrade. Ich schau mal nicht der Schalter hier. Du führst Befehle blind aus. Das mag ich an Arbeitern. In der Nähe ist ein befallener Dahl-Soldat in einer Quarantänezone. Führe meinen neuen Bot zu ihm, damit er tut, was er am besten kann. Auch wenn die Versuchung groß ist, stirb nicht unterwegs. Er greift uns an. Na und? Beschütze ihn einfach auf dem Weg zum Soldaten. Und egal, wie viele Löcher er in dich reinpustet, zerstöre ihn nicht. Alles klar, Alter. Was ist denn das für ein Freund? Er ist kein Freund. So. Er läuft mir hinterher. Hilfe! Du bist aber nicht den Weg gegangen, den wir gehen sollten, oder? Ja, die sind beidseitig connected. Also von hier aus geht das wohl auch. Jetzt hat er mich umgebracht, der scheiß Dreckskasten. Geh einfach weit genug weg. Kommst du mal vorbei? Er läuft mir hinterher! Sag mal! Hörst du mir nie zu? Wo bist du denn überhaupt lang gegangen? Was zur Hölle? Ach, da oben! Durch die Tür! Durch die Tür! Du bist hochgegangen! Du bist nicht durch eine Tür! Klar ist da eine Tür oben. Ich glaube aber... Warte mal, geht da... Ich glaube nicht, dass er uns da hochfolgen kann, oder? Da gibt's da einen Fußweg. Es ist wahrscheinlich eh nicht die richtige Richtung, also gehen wir unten lang. Ja, es würde auf jeden Fall auch da gehen. Was? Ich kann... Was? Okay. Medikit, hier drüben! Er muss den töten, das ist eine... Achso, das ist was eben Kassel. Was versprachst du denn kaputt? Das ist ein halber Claptrap, oder nicht? Mein Bot wird den infizierten Dahl-Soldaten töten und dadurch das Vertrauen der Investoren festigen. Ich sage dir das nur, um mich daran zu weiden, wie dein Gehirn rotiert, bei dem Versuch, die Anzahl der von mir verwendeten Silben zu begreifen. Sie sind sehr unfreundlich. Vergiss nicht, wir dürfen nicht Echo töten. Außer natürlich, wir wollen. Was ist Echo? Echo, Baby, wer ist Echo? Nein, Echo. Bist du eigentlich total abseits von unserer Mission? Weißt du nicht, was wir hier tun? Ja, warum wir hier sind mit diesem Bot? Gut, okay, von mir aus. Das schön, aber ist dir auch aufgefallen, dass wir noch nicht mal ansatzweise an unserem Zielort sind? Glaubst du wirklich, der ist schon hier? Ja, sei einfach vorsichtig. So, der müsste dann. Ja. Okay, wir müssen da noch durch den Raum. Das wird da wahrscheinlich der Raum sein, wo die Brut ist. Da ist der Dahl-Soldat. Lass ihn von meinem Bot töten. Oh genau, ich sehe ihn nicht. Ist das wirklich? Ist das der da? Ach, da unten, okay. Okay, gut. Und dann mach den mal auf den Weg. Du hast ihn ja einfach gesprengt, Alter. Ja, er lebt doch noch. Wollte nur sein Schild entfernen. Komm, greif ihn. Oh mein Gott, das kann ja 100 Jahre dauern. Schützt den Prototypen! Der Roboter ist wie ein Kind für mich, nur dass er mir was bedeutet. Au! Wieso spawnen jetzt hier noch andere Gegner, Mann? Was glaubst du, was er aber sagt? Wir sollten schützen.
Ja, waren mehrere Sekunden kein einziger Gegner außer der Ekku da. Ich dachte, das bleibt auch so. Mensch, Gott, wo ist denn der jetzt? Halb tot. Hier weg, ihr scheiß Infizierten. Nein! Ja, ihr laufender, von lauter Gegner, ich soll mal weggehen. Ich kann mich nicht darum kümmern, wenn die ganze Zeit ihr Gegner sind. Wo ist denn der jetzt überhaupt? Da? Okay, da ist auch noch ein Badass. Der auch wieder verliert. Er soll aber nicht. Pass auf den Roboter auf! Ja, der stirbt nicht so schnell. Der Badass muss weg. Ja, der ist kein Badass. Ich hab keinen. Ah doch, ich hab Feuer dabei. Hier, nimm Feuer! Ich auch, aber die Feuerwaffe ist anscheinend nicht sehr stark. Nein, der ist einfach nur ein Badass, der ist sautanky. Der hat auch mich abgegriffen. Dreh doch mal ein. Ah! Ist es schon wieder einer hier? Wo ist denn jetzt schon wieder? Der Roboter schafft, er hat zumindest gerade überlebt. Der Roboter muss das überstehen! Ja, er gewinnt doch! Sei cool! Er hat schon fast. Wo ist denn jetzt der? Was ist da schon wieder ein komischer Gegner? Okay, gut. Gut. Und jetzt setz ihn in den Bereich fest, damit meine Männer ihn später abholen können. Richtig. Das kann man bestimmt patchen. Scheiß drauf. Das Ding mache ich fertig. Zerstören oder... Ey! Da steht eine Oder-Aufgabe. Jetzt weiß ich nur nicht, was wir eine Belohnung für was kriegen. Was steht denn in der Quest? Es gibt halt entweder ein OS-Kit oder eine Pistole. Okay, was wollen wir mehr? Na, ich weiß nicht, wann es was gibt. Ach, du steht das nicht dort? Nein, ich habe nur den Knopf gedrückt, was als Reward drin steht. Auf den Roboter schießen, du Ignorant! Ach so, das ist nur so. Ich will jetzt mal danach gehen. Dass das OS-Kit zerstören ist und die Waffe das andere. Was willst du lieber haben? Okay, Thema erledigt. Du hast mich mal eine Frage beantwortet. Du hast nur gesagt, Thema erledigt. Ich habe ihn gerade umgebracht. Wieso, der lebt doch noch. Ist denn dort nicht stark genug? Schau mal seine Lebensleiste an. Ja, alles schlecht. Also, du willst das OS-Kit haben? Nein, das ist mir vollkommen egal. Ihr Idioten! Und ich. Ich bin auch noch vertragsmäßig verpflichtet, euch für eure Mithilfe beim Bau dieser Dinger zu bezahlen. Also geht zum schwarzen Brett und holt euch eure Belohnung ab. Also ja, du hast ein OS-Kit gedroppt. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so ganz das. Vielleicht kann man es trotzdem aussuchen. Und dann ist es so oder so komplett egal. Kein Schimmer. Geht's hier raus? Wollte jetzt nicht sagen. Aber eigentlich müsstest du das doch wissen. Oh, du bist noch nicht hier. Ich dachte, ich hätte. Ja, natürlich bin ich noch nicht hier! Wenn du immer so schnell läufst! Mann, ich hab doch gewartet, bis ich dich auf der Karte in meinem Raum gesehen habe. Ich war neben deinem Raum. Du könntest mal ein bisschen genauer auf die Karte schauen. Okay, du folgst mir jetzt jedenfalls. Ja, okay. Wo immer du jetzt überhaupt wieder hinläufst? Ja, der eine einzige Teleporter-Transporter. Ja, genau der hast ihn erwischt. Und jetzt nimm den rechten von den beiden hier. Den hatte ich schon. Ja, na und ich dachte, du willst die Quest machen, oder nicht? Ja, das schon. Mein Gott, Mann. Ich hätte doch gerne wieder mehr mit haben. Der Vorstand hat Nachschub geschickt. Der Nachschubcontainer. Könntest du vielleicht erstmal warten, bis die Quest ausgewählt ist? Explodiert, Schwachkopf. Ich hab sie gerade ausgewählt. Das glaubst du, dass er aber redet? Ja, weil ich gerade Quest gedrückt habe. Ja, weil du die Quest aktiviert hast, aber das wählt die ja nicht aus. Yeah. Ach so. Ja, ich gab nur einen verdammten Knopf, was hätte ich sonst drücken sollen, außer jetzt neu starten. Du, okay, bei Tab war die Quest noch drinne, darin auswählen. So, jetzt ist es jedenfalls dein Job. Ich finde es ja lustig, dass er alle drauf. Leben hat. Endet hier Imperium Geschütz. Ein Haufen Schrott blockiert den Bot! Mach den Weg frei! Ah. Viel Spaß!
Schlachtroute blockiert. Dalfighter registriert. Integrität der Lieferung kritisch. Trümmer, schieß den Weltraummüll ab! Vernichte, was du willst. Weitere Dalpatrouillen im Anflug. Warum lässt du zu, dass sie die Lieferung angreifen? Weiß ich auch nicht. Warum war das mal? Du kannst ja auch mitschießen. Hä? Was? Nein, ich mach den Dinger null Damage. Ach so, das kann es wirklich nur das Ding hier, oder was? Es ist immer sehr schwer einzuschätzen, was genau Weltraummüll ist. Wenn du die Lieferung nicht beschützt, dann kannst du da weiter suchen. Ich meine, vielleicht kann ich was gegen die Flieger tun, auch wenn sie waren jetzt absichtlich. Das meine ich. Aber jetzt gucken wir mal, ob ich da hinschießen kann. Ja, okay, die Flieger kann ich sogar damagen aus der Entfernung. Jetzt die Meteore, Dennis. Keinen durchlassen. Noch mehr Meteore. Schieß sie ab, falls du von den hübschen Lichtern nicht so abgelenkt bist. Du versagst. Okay. Aber wen wundert's? Das Ding hat noch eine Viertel. Kommen noch mehr Meteore! Hilfe! Ich schieß nur gegen Dalfighter, weil das ist das Einzige, was ich effizient machen kann. Er ist halb hin. Oh, scheiße, sie ist hin. Das kann doch wohl nicht sein. Ist ja wirklich nur eine Rakete? Oder eine... Dingens? Ja, denkst du, hier ist 4-Spieler-Vorteil angesagt, oder was? Ja, dachte ich eigentlich schon. Mehr Spieler, gleich mehr Fun. Okay. Weil wird es ja auch schwerer mit mehr Spielern, weil die mehr aushalten. Aber gut, die werden wir halt so, dass so wahrscheinlich passiert. Ja, die Pistole ist ziemlich okay. Ich muss nur besser zielen und keine Ahnung, mehr schießen, ich weiß es nicht mehr. Ich erkenne ja nicht mal so genau, was genau ich überhaupt abschießen kann, war anscheinend nicht alles abschießbar ist. Soll ich da hin? Versuch's einfach nochmal. Oh, was für eine Scheiße war das denn? Das Ding ist gar nicht in meinem Weg und es hat mich blockiert. Jetzt stürzt sich. Wo gehst du denn jetzt schon wieder hin? Ich such die letzte Plattform, während du die Quest machst. Nein! Dann kann ja nur einer die Quest machen. Das glaub ich dir nicht! Du gehst da rein und ich guck, ob ich irgendwo einen Punkt finde, wo ich auch rein kann. Alter, ich bin draufgehüpft und mein Charakter ist weggebounced. Das kann aber nicht sein. Okay, das Ding hat echt nur einen Sitz. Das ist natürlich scheiße. Ja, es ist ja auch nur eine Kanone. Was erwartet ihr? Ja, ich erwarte, dass man das Ding mit 4 Spielern machen kann. Weil das lieber brauchst du dich jetzt nicht so ein mehr Multiplayer-Spiel nicht auf jeden Fall Sinn ergibt. Also ich würde sagen, wir werden nicht vergessen, weil ich es im nächsten Part. Ciao. Tschüss.